Das kannst du gerne mal erzählen. Oh nee, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Und da kam noch dieser Security-Mann da so rein, von dieser Jugend. Da kam noch dieser Security-Mann von dieser Dings da. Wir saßen da so alle im Zimmer und haben gewartet, dass der anfängt zu schießen. Es tut mir leid, ich bin gerade mit dem Gespräch aufgestanden. Was nach Security, Mann, was kam da? Ich habe mir gerade für die Webcam eine Mütze aufgezogen, weil mich die Haare gerade ein bisschen genervt haben. Und jetzt mache ich mit Energy auf. Keine Werbung, einfach nur Energy. So, was hast du gerade gesagt? Security, Mann? Ich meinte gerade, da kam noch dieser Security, Mann rein zu uns. Weil er guckt nochmal so alles nach dem Rechten, ob alle pennen, etc., weil es gibt so eine Nachtruhe. Und ob da Jungs oder Mädchen bei uns im Zimmer sind, natürlich waren Mädchen da. Egal. Ja, du warst ja da. Eine Lady. Und dann, Ach, guck mal hier! Und dann, guck mal hier, was ich, wenn ich mit der Schaufel ablerne, dann kommt da Gras raus, das ist Behutsamkeit. Goll. Nimm die. Goll, also kriegst du Gras. Nimm die. Nimm diese. Ja, kannst du mir geben. Die. Lass uns tauschen! Ja, nimm die. Ja? Ach da. Nimm die! Junge! Ich hab doch die richtige, oder? Ja, hast du. Ja. Und den habe ich ungefähr das gleiche erzählt, weil das Kind immer noch geschrien hat. Und dann kam da noch so ein Hund. Diese Nacht war so dermaßen lang. Ich habe mir dann irgendwann das einfach mein Handy genommen und habe YouTube-Videos geguckt. Hexe! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Wolfbrot! Ich bin gestorben! Was? Du bist schlecht. Hexe, geh mal weg. Geh mal weg. Ob du behindert bist, Junge! Ob du behindert. Stirb doch, ey. Hexe! Tötet. Jo, stell ich vor die Hexe, viel Spaß, du glücklich schön. Es leckt leicht. Ja, aber mir auch. So. Aua, aua. Ja, was? Ja, doch, ich lebe wieder. Ich lebe wieder, oder so. Ja, die zieht ziemlich viel ab, die Hexe. So. Station einschreibend. Die ziehen so fucking viel. Diese Hexe! Werft sie auf den Scheiterhaufen. Nee. Hab ich jetzt noch 5? Hä? Ungefähr so. Na gut. Okay. Ach, hast du mal auf meinem Kanal vorbeigeguckt? Gar keine Eigenwerbung. Nein, wieso sollte ich auf deinem Kanal vorbeischauen? Also jetzt ehrlich, weil ich 5 neue Abonnenten. Weil ich 5 neue Abonnenten gekriegt habe mit einem einzigen Video. Oh, geil! Ich kann gerne mal nachher vorbeischauen. Ja. Ich hab heute Abend sowieso so mein. Abends bin ich mittlerweile so immer so am Let's Plays rendern und nebenbei YouTube-Videos gucken. Und zwar habe ich Oso-Videos gemacht. Nebenbei. Und so, und Creepypastas habe ich auch eine, glaube ich, eine neue irgendwo. Alter, jetzt reicht's aber mit dem scheiß Lex hier, ey, ist doch unklar. Nicht so, ist so. Jetzt geht's wieder. Weißt du eigentlich, welche Spiel ganz interessant ausschaut? Stranded Deep, weißt du? Bei mir geht auch gleich was deep, und zwar deep in den Arsch, wenn dieser Block jetzt... Der Block verarscht mich. Hast du etwa einen Anal-Anus aus... Nein, Schuss. Lass mir das. Jetzt kommt das... Ey, guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal, wie geil das aussieht. Hier Mitte. Hier, wo die Dings steht. Das sieht irgendwie geil aus mit der Truhe und so. Sieht aus wie so... Keine Ahnung. Bei mir ist ein Mittelalter Texture Pack, ist dir klar, ja? Es ist etwas Mystisches. Es ist magisch. Ich wurde übrigens in seiner Kindheit mehrfach ins Gehirn geschissen. Alter, ey. Die Aufnahme wird ein. Das wird ein Graus, die Aufnahme. Aber nicht wegen mir. Nur wegen der Lex.
Die Lecks sind witziger als du. Ich gehe zurück in meine Mama. Nee, was? What the fuck? Ulina war schon, aber am Sonntag gibt's noch mal eins. Ulina? Was? Ulina? Was zur Hölle? Wollte gerade sagen, machst du da? Aber das war ja ich. ich guck mal, ob ich unten unter dem... Achso, jetzt ist mein Goldschwert natürlich weg, was ich mir mitgenommen hatte. Nehme ich wieder das Eisenschwert mal. Dann schauen wir mal, ob wir unten noch ein paar Skelette finden. Das wäre jetzt natürlich super cool. Ja, Skelette, du hast das irgendwie missverstanden, Spinne, oder? Creeper! Ich hasse dich. Er hat dich auch lieb. Ich hasse dich einfach nur. Denkst du dir, oh mein Gott, klappt das Vieh schnell weg? Und in dem Moment klatscht er erst mir ins Gesicht, ne? Alter, erste Aufnahme, zweimal gestorben. Mensch, bist du aber schlecht. Ich bin Profi, das weißt du bloß nicht. Ey, aber guck mal, das ist richtig geil, dieser Übergang zur Wüste hier. Hilfe! Was ist denn? Die haben es seiner Kindheit aber auch geschädigt. Also, liebe Kinder unter 12, Rauchen schadet der Gesundheit. Sagt dir der 13-Jährige. Ich bin 16, aber okay. Na, bin mir nicht so sicher. Wir haben jetzt keinen Birkenholz mehr. Körperlich schon. Geistig. Wollen wir mal in die Mine gehen? Ja, Brudi, ich bin so dumm mit 3O, Alter. Ich bin gerade in Kaktus gerannt. Wenn du dumm mit 3O schreibst, dann bist du wirklich nicht sonderlich schlau. Oh, der Trank der Heilung ist ein Geschenk. Unintelligentlich. Ich packe mal ganz kurz das da alles da rein, das war auch ein Geschenk. Was brauchen wir jetzt eigentlich für Mine? Eigentlich nur eine Spitzhacke, ne? Richtig. Kommt drauf an, was du machen würdest. Also ich würde jetzt Holz farmen für den Boden. Du kannst ja Minen gehen in der Zeit. Wir können ja was Unterschiedliches machen. Ja, ich weiß nicht, brauchen wir denn Stein? Erze wären nicht schlecht. Also hier hast du 3 Spitzhacken. Ich würde dir raten, die Behutsamkeit-Spitzhacke mitzunehmen, die dritte. Ich nehme mal die Effizienzhacke mit, die ganz normale. Und ich würde mir aus... Wo hast du die Diamanten eigentlich hin? Meinst du die? Typ. ich mache mir mal eine Diamant... Mami hat gesagt, ich soll reich werden. Ja, genau. Ich mache mir mal eine Diamant-Axt. Benimmst du dich wieder wie die Axt im Wald? Ich bin der Wald. Genauso bewäldert oder was? Ganz viel Laub und... Nein. Ich will nicht wissen, was du schon wieder denkst. So, ich mach da mal... Kannst dir aber vorstellen, woran ich denke, oder? Ich will es, nein, will ich nicht. Ich mach da mal ganz kurz den Spaß hin, dann nehmen wir die Diamantensachen mit. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Warp-Mine. Hä, wolltest du nicht Holz farmen? Gibt's doch da, es gibt da jetzt wieder eine normale Mine. Ich gehe mal den normalen Weg hier runter. Da ist er. Hui, komm mit. Juhu! Wo muss ich hin? Quatsch! Ach da. Also man kann auch in der Mine. Ne, in der Mine kann man. Ne, in der Mine. Was ist das da oben denn? Das kenne ich ja gar nicht. Nur mal spaßeshalber. Oh. Ah, okay. Ich dachte gerade schon, das habe ich kaputt gemacht. Ja, ich flieg mal los, gell, bis denn. Tschüss. Wir nutzen natürlich den Flugmodus. Cool, dass ich dich... Okay. Wo kann ich denn jetzt in der Mine überhaupt Stein farmen? Ich finde hier nur Erde.
und Schafe. Warum nicht? Ja, das war gerade eine interessante Sache. Ich, ja, müssen wir nochmal austesten beim nächsten Mal. Ich, Stein ist meistens unter der Erde. Hab ich gehört. Ich suche Birken. Birken, Birken, Birken. Kann man sich hier draußen einfach runtergraben, oder was? Oh. Ja klar, du musst ein bisschen weggehen von dem großen, gut aussehenden Ding. Also von mir. But you can't break wet blood. Englisch perfekt, habe ich übrigens gehört. Oh, und ich habe einen Birkenwald gefunden. Sehr, sehr schön. Es gibt übrigens jetzt Hasen hier, gell? Bei Minecraft. Ja, das weiß ich. Es gibt auch eine Endermade oder wie die hießen. Was, Endermaden? Echt? Ja, das sind so Maden oder sowas. Irgendwie, sie sind so, ja, Maden sind das, glaube ich. Und die sind, die bestehen aus, Dings, so Enderzeugs. Und kann man töten und, ja. Es gibt übrigens auch böse Hasen. Ich so. Verstehe die Frage deiner Mutter, deiner Lehrerin. Deine Mutter hat sich auch schon gefragt, was? Ob du was genommen was? Hast. Die Frage ist, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Endermaden, nein, nein, böse Hasen. Nein, nein, die gibt. Ja, nein, ich, also nein, die bösen Hasen kenne ich auch. Endermaden habe ich noch nichts von gehört. Also ich kenne die normalen Maden, es gibt ja normale Maden in Minecraft, aber Endermaden habe ich noch nicht gehört. Ja, richtig, aber es gibt auch Endermaden. Google das mal. Ich google es bestimmt nicht, Endermaden. Ach ja, kommt da so Magifix und Knorrgerichte, Alter. Sie wollen auch schon mal immer eine leckere Endermade zubereiten? Nein, wollte ich nicht. Dann gucken Sie hier. Nein, wollte ich nicht. Sie haben einen Virus, Sie müssen jetzt Endermaden zubereiten. Nein. So ungefähr würde das dann wahrscheinlich enden. Die haben jetzt, was? Nee. Wäre eigentlich ganz cool, wenn wir doch zusammen rumlaufen würden, weil dann könnten wir uns vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Ich hab mich verlaufen. Ja, ich glaube, wir finden uns so schnell nicht wieder. Ich finde immer den Weg. Verschüttet. Du kannst mir deine Koordinaten dann mal sagen, dann fliege ich dann zu dir, sobald ich mal einen Stack-Bürger habe. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich habe Stone. Es ist nicht gut, aber es ist Redstone, wie du schon sagtest. Sehr, Nein, ja, ich weiß ja nicht, du redest irgendwas, dass ich Erze sammeln soll, aber ich weiß nicht, was brauchst du denn speziell? Also... Weil... Ich habe hier zum Beispiel ganz viel Kohle. Ich habe es erst mal gelesen im Chat, Bauern-Toasty. Hey Bauer, du hast die, was läuft? Große Bauer. Was? Habe gelesen. Bauern Toasty. Wenn ich jetzt Eisen hätte, würde ich mir einen Eimer machen und damit das Wasser ablöschen, um so coole Sachen zu bekommen. Gleich. Ich sag dir gleich mal, dass du dann nochmal Warp-Mine machen sollst und dann können wir zusammen nochmal unten drunter gehen. Weißt du wie, ich will nur ganz kurz mal hier ein bisschen Birke farmen und dann können wir zusammen gerne... Soll ich Obsidian mitnehmen? Natürlich, Obsidian auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Gut, ja, ich habe hier ein ganzes... Nimm es mit, hab ich gesagt, um mir auch Fragen zu stellen. Was? Halt die Fresse! Was? Woher kennst du meinen Spitznamen? Nein, das kam nicht übertrieben. Was, wenn du denkst, genau. Du bist übertrieben, dann... wenn du denkst, du wirst übertrieben handeln, dann müsstest du später mal... Dieser Block! Was dagegen, wenn ich deinen Rang ändere in YouTuber und das U schwarz mach? Mach was, Block mach was du willst, Boss. Dieser Block. Nehme gerade auf. Schwer. Kommt sicher lustig. Gestern haben sie. G-
Gestern haben sie mit mir mit meinem Namen rumgespielt. Ja, mit mir rumgespielt. Gestern haben sie mit meinem Namen rumgespielt. Und da habe ich zwischendurch, das war so geil, hatte ich mal da keine Rechte, dann habe ich da Rechte verloren, dann hatte ich überhaupt keine Rechte mehr. Das war, also gestern war ich so ein kleines Versuchskaninchen so ein bisschen. Sehr schön. Also ist das, also dass du gar keine Rechte hast, das ist ja in deinem realen Leben auch so. Was? Mami, er beleidigt mich, macht er richtig. Sonst müsste ich's tun. Es war ein Unfall, du warst ein Unfall. Was? So ungefähr kam das. Ich treibe ab, aber wie bei deiner Geburt. Oh, das ist fein. Den Witz habe ich im Let's Play gerissen. Oh mein Gott, wir treiben ab. Zum zweiten Mal. Oh ne. Darfst du keinem erzählen. Soll ich dir ein Geheimnis von mir erzählen? Du bist in Wirklichkeit Gronkh. Woher weißt du das? Los, mach mal den Gronkh. Erzähle wichtige Dinge über das Leben. Ich bin doof. Was? Ich bin tot. Bist du tot? Ich bin Name gefallen. Ach so, du bist jetzt echt tot. Ich dachte, ich bin Gronkh, ich bin tot. Hä? Raff ich nicht. Hallöchen, Popöchen. Und herzlich willkommen zu Let's Play The Forest. Das klang gruselig, aber nicht nach Gronkh. Also, wenn ich durch The Forest laufen würde und mir würde sowas begegnen, ich würde schreiend wegrennen. Ich glaube auch Gronkh würde schreiend wegrennen. Also, ist es gut oder schlecht? Weiß nicht. Mach ruhig weiter, das kommt gut. Spiel ruhig weiter den Gronkh, das gefällt mir. dann behaupte ich am Ende, ich nenne den Folgentitel dann Minecraft Together mit Gronkh. Dann musst du jetzt die ganze Zeit so tun, als wärst du Gronkh, und dann kommen so die ganzen Leute und denken so, du verarschst uns ja vorne hier, das ist gar nicht Gronkh. Und weißt du wieso? Deswegen, weißt Bescheid. Ja, während du mir das gerade erzählst, spiele ich gerade im Hintergrund Flug der Karibik auf Klavier. Nur so genau. Leise, dass man das nicht Du hört. Machst jetzt mal hier, was für ein Spiel, was für ein Skyrim, ne? Leg los, ja. Digga, leg los. Was, warum ist die Cola in der Oberfläche? Leg los! Muss nur sagen, ob man das hört von der Lautstärke her und sowas, weißt du? Ich mach kurz die Musik aus, liebe Freunde. Jetzt gibt's eine Klaviereinlage von Fluch der Karibik. Von Fluch der Warte, Fluch der Karibik ist das hier. Warte. Jetzt muss ich. Ah! Ich sehe nichts. Ich sterbe, ich habe nichts zu essen dabei. Ja, ich kann eindeutig kein Klavier spielen. Skyrim war das, ne? Skyrim, ja. Kickstarter. Hab ich nicht ready. Das sieht gut aus, Minecrafter. Ja, ich weiß, mich ein paar Mal verspielt, weil, keine Ahnung, ich sehe auch nichts, bei mir ist gerade gar nicht an, ich spiele komplett im Dunkeln. Warte ganz kurz.
Weiß oder so. Hat man das also eigentlich gehört, dass ich gespielt habe? Ja, ich habe gerade extra in der Aufnahme bin ich hochgeflogen, habe nichts mehr gesagt und habe die Welt so ein bisschen gezeigt, währenddessen du gespielt hast. Kam bloß nicht ganz so. Ich glaube, es werde ich vielleicht bearbeite ich es nach, mal gucken, dass ich da vielleicht noch so einen krassen Beat runterlege und dann geht so. Ja, weißt du Bescheid? Warte, das kann ich. Ich hab Soundeffekte auf dem Klavier. Warte. Jetzt bin ich gespannt. Moment, wir fliegen nochmal hoch. F1? Ich suche, das Ding hat weit über 500 Dings. Das Ding hat weit über 500 Dings, das ist, also jetzt ist mir einiges klar.